Liebe Zürcherinnen und Zürcher, wieder geht das Jahr zu Ende. Ich hoffe, Sie können für sich sagen, es war ein gutes Jahr gewesen. Angefangen hat es politisch ja ein bisschen schwierig mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, die uns vor grosse Herausforderungen stellt. Ich bin darum erleichtert, dass die Stimmberechtigten Ende November sehr deutlich Nein gesagt haben zur Ecopop-Initiative. Das ist ein guter Start beim Anpacken dieser Herausforderungen. Unser Land braucht Austausch und Offenheit. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Und darauf sind ganz besonders unsere Jungen angewiesen. Ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam die Herausforderungen bewältigen. Und ich wünsche Ihnen ein ganz gutes 2015.